Nichts prägt uns mehr als unsere Herkunft. Sie erzählt viel darüber, wer wir sind und wohin die Zukunft uns führt. Stellt sich die Frage, wie kommt man eigentlich dorthin? Warum nicht mit dem neuen Elf Carrera? Nach dem Schlüssel müssen Sie nicht lange suchen. Mit Porsche Entry and Drive lässt sich Ihr Fahrzeug schnell und bequem öffnen. Umfassen Sie einfach den Griff und die Türschlösser werden entriegelt. Vorausgesetzt, der Schlüssel befindet sich in direkter Nähe zum Fahrzeug. Sie möchten an Ihren Kofferraum? Wenn Sie Ihre Hand dem Bugteil zwischen Porsche-Wappen und Kennzeichen nähern, entriegelt sich mit Porsche Entry and Drive die Kofferraumklappe automatisch. Zum Schließen drücken Sie die Klappe wieder zu. Das Memory-Paket speichert Ihre zuletzt gewählten Sitz-, Lenkrad- und Außenspiegeleinstellungen automatisch auf Ihrem Schlüssel. Während Sie einsteigen, stellt sich Ihr Fahrzeug auf Sie ein. Zusätzlich speichert das Memory-Paket weitere persönliche Einstellungen für Audio- und Klimaautomatik sowie Ihre bevorzugten Einstellungen für die Multifunktionsanzeige auf Ihrem Schlüssel. In der Multifunktionsanzeige können Sie die automatische Speicherung der Einstellungen auf dem Schlüssel deaktivieren. Unabhängig davon haben Sie jederzeit die Möglichkeit, mit der Schlüsseltaste in der Türinnenseite Ihre Einstellungen auf dem Fahrzeugschlüssel abzuspeichern. Drücken Sie Set und anschließend die Schlüsseltaste. Zum späteren Abrufen der Einstellung halten Sie die Schlüsseltaste gedrückt. Ihre Sitzposition können Sie auch per Hand einstellen, mit den Tasten an der Seite des Sitzes. Einzeln für Sitzkissentiefe, Längsrichtung, Sitzhöhe, Lehnenneigung und Lordosenstütze. Ihre persönlichen Sitz-, Lenkrad- und Außenspiegeleinstellungen können Sie zusätzlich zum Schlüssel auf den Memory-Tasten abspeichern. Etwa für eine Sitzposition, die von der auf Ihrem Schlüssel gespeicherten Position abweichen soll. Drücken Sie auch hier Set und anschließend 1. Ein Ton bestätigt die Speicherung. Zum späteren Abrufen der Einstellung halten Sie die Taste 1 gedrückt. Eine zweite Person kann die Taste 2 belegen. Motor starten. Links vom Lenkrad finden Sie bei Fahrzeugen mit Porsche Entry and Drive den elektrischen Zündanlassschalter. Drehen Sie ihn kurz nach rechts. Ihr Schlüssel muss sich dabei lediglich im Innenraum befinden. Über die 2-Zonen-Klimaautomatik in der Mittelkonsole regeln Sie die Temperatur automatisch durch Drücken oder Ziehen, getrennt für Fahrer und Beifahrer. Sie können den Umluftbetrieb, die Luftverteilung, zum Beispiel in Richtung der Windschutzscheibe, um Beschlag entgegenzuwirken, und die maximale Klimatisierung auch manuell einstellen. Ebenso wie die Sitzbelüftung und die Sitzheizung. Über die Multifunktionsanzeige oder das PCM regeln Sie weitere Klimaeinstellungen, wie zum Beispiel die Luftströmung oder das erweiterte Belüftungsfeld auf der Oberseite der Armaturentafel. Mit dem Bedienhebel oben links betätigen Sie den Blinker und aktivieren das Fernlicht oder optional das dynamische Fernlicht sowie die Lichthupe.
Ob Audio, Kommunikation oder Navigation. Das Porsche Communication Management, PCM, ist das zentrale Informations- und Kommunikationssystem des 911. Sie können es intuitiv über den 7 Zoll großen Touchscreen bedienen oder über die Dreh- bzw. Drücksteller unterhalb des Bildschirms. Maximal 5 Einträge pro Seite sorgen für eine gute Übersicht. Drücken Sie die Zurück-Taste, um das Menü wieder zu verlassen. Sie möchten telefonieren? Drücken Sie Phone, um ein Telefonat zu starten. Im PCM öffnet sich das Menü für die Telefonfunktionen. Sie haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Legen Sie Ihre SIM-Karte in den integrierten SIM-Kartenleser, um über die Freisprecheinrichtung Ihres PCM zu telefonieren. Alternative: Sie telefonieren mithilfe der Bluetooth-Verbindung Ihres Mobiltelefons über SIM Access Profile. Dabei greift das PCM automatisch auf die SIM-Karte Ihres Mobiltelefons zu. Einfacher gesagt, Ihr Handy kommuniziert kabellos mit dem PCM. Sollte Ihr Mobiltelefon nicht über SIM Access Profile verfügen, können Sie das PCM mithilfe von Bluetooth auch nur als Freisprecheinrichtung nutzen. Stellen Sie für die Kopplung mit dem PCM zunächst sicher, dass die Bluetooth-Schnittstelle Ihres Mobiltelefons aktiviert ist. Mit der Option Telefon suchen starten Sie einen automatischen Suchlauf nach verfügbaren Mobiltelefonen. Geben Sie anschließend die angezeigte Bluetooth-Kennung in Ihr Mobiltelefon ein. Bei neueren Mobiltelefonen genügt es, am Mobiltelefon zu bestätigen, dass die Bluetooth-Kennung im PCM mit der Kennung im Mobiltelefon übereinstimmt. Das PCM bestätigt die Anmeldung des externen Geräts. Es kann sein, dass Sie die Verbindung zum PCM auch auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen müssen. Ihr Mobiltelefon ist jetzt gekoppelt und kann über das PCM bedient werden. Bei Mobiltelefonen mancher Hersteller, etwa dem iPhone, wird der Verbindungsaufbau über das Mobiltelefon gestartet. Stellen Sie dazu Ihr Handy auf Suchen und wählen Sie am Handy das PCM aus der Liste der gefundenen Geräte aus. Drücken Sie die Hörer-Abheben-Taste, um einen Anruf zu starten oder ein Gespräch anzunehmen. Drücken Sie die Hörer-Auflegen-Taste, wenn Sie auflegen oder einen Anruf ablehnen wollen. MP3-fähige Abspielgeräte verbinden Sie über die universelle Audioschnittstelle im Handschuhfach direkt mit dem PCM. Dazu drücken Sie Source. Ein Fenster öffnet sich und Sie können die gewünschte Audioquelle einstellen. Um die Audioquelle zu bedienen, wählen Sie Media. Das Bedienmenü für Audioquellen öffnet sich. Möchten Sie das Radio bedienen, drücken Sie Tuner. Und Sie gelangen in das passende Bedienmenü. Mit der Sprachbedienung können Sie auch sagen, welche Funktion Sie aufrufen möchten. Aktiviert wird sie über die Taste am linken oberen Hebel. Jetzt können Sie den gewünschten Befehl sprechen. Ein Beispiel. Sie sagen iPod. Und die Funktion wird aufgerufen. Das PCM hilft Ihnen auch, Ihr Ziel zu finden. Drücken Sie Navi, um in das Navigationsmenü zu gelangen. Drücken Sie Map für die Kartendarstellung. Je nach Wunsch, perspektivisch oder zweidimensional. Auch die 3D-Darstellung von Gelände und Gebäuden ist möglich. Und
Im Splitscreen-Modus können Sie sich zwei Funktionen gleichzeitig anzeigen lassen, etwa Karte und Fahrmanöverliste. Seit 50 Jahren verkörpert der 911 alles, was Porsche ausmacht. Seine Identität finden Sie selbst im kleinsten Bedienelement. Und trotzdem lohnt es sich, von Zeit zu Zeit auszusteigen für den Blick auf sein zeitloses Design. Optional für alle 911-Modelle der Abstandsregeltempostat. Am Lenkradhebel links unten steuern Sie die adaptive Geschwindigkeitsregelung, den Abstandsregeltempostat, den Sie mit der seitlichen Taste ein- und ausschalten. Wenn Sie den Hebel nach vorne drücken, setzen Sie Ihre aktuelle Geschwindigkeit als Wunschgeschwindigkeit oder erhöhen Ihre Wunschgeschwindigkeit. Wenn Sie den Hebel zu sich ziehen, wird sie verringert. Der Abstandsregeltempostat regelt Ihre Geschwindigkeit, abhängig vom Tempo eines Fahrzeugs vor Ihnen. Fährt es langsamer, bremst Sie das System automatisch herunter. Das entlastet Sie, besonders auf langen Strecken. In der Mitte des Hebels ist eine Wipptaste, der Abstandsregler. Mit der Wippe verändern Sie Ihre Wunschdistanz zum Fahrzeug vor Ihnen in 4 Stufen. Die Multifunktionsanzeige informiert Sie über Ihre Wunschgeschwindigkeit, Ihre aktuelle Geschwindigkeit sowie über den eingestellten Wunschabstand und die Geschwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeugs. Trotzdem, Sie können jederzeit selbst eingreifen, mit der Bremse oder dem Gaspedal. Sie können die Regelung durch den Abstandsregeltempostat auch unterbrechen, indem Sie den Hebel auf die Off-Position bewegen. Mit Resume können Sie die automatische Regelung des Abstandsregeltempostats wieder aufnehmen. Mit der Sporttaste in der Mittelkonsole aktivieren Sie den Sportmodus. Für sportbetonteres Fahren per Knopfdruck. Die Motordynamik wird direkter gesteuert. Das Motormanagement leistungsorientierter. Mit der Sport-Plus-Taste aktivieren Sie den Sport-Plus-Modus. Fahrwerk und Antrieb werden jetzt noch sportlicher abgestimmt. Das Einlenkverhalten in Kurven wird direkter. Im Sport-Plus-Modus wird das Fahrwerkregelsystem PASM in den Sportmodus versetzt. Drücken Sie die Sport-Plus-Taste erneut, stellt sich Ihr Fahrzeug wieder auf den Normalmodus ein. Die Fahrlichtautomatik. Drehen Sie den Lichtschalter am Armaturenbrett auf Auto. Das Licht schaltet sich nun von selbst ein, sobald es dunkel wird. Um zwischen Standlicht oder Fahrlicht zu wechseln, bedienen Sie den Lichtschalter. Ein Zug am Schalter und Sie aktivieren die Nebelschlussleuchte. Müssen Sie warten, zum Beispiel an einer Ampel oder an einem Bahnübergang,
schaltet die Auto-Start-Stopp-Funktion den Motor ab, wenn Sie bei Fahrzeugen mit Porsche Doppelkupplungsgetriebe, PDK, den Fuß auf der Bremse haben. Audio- und Kommunikationssystem sowie die Klimaautomatik laufen weiter. Das Auto-Start-Stopp-Symbol in der Multifunktionsanzeige leuchtet grün. Leuchtet das Auto-Start-Stopp-Symbol gelb, ist die Auto-Start-Stopp-Funktion inaktiv bzw. eingeschränkt. Zum Beispiel bei sehr hohen Anforderungen an die Klimaautomatik, etwa im AC-Max-Betrieb oder bei fahrzeuginternen Prüfabläufen. Sobald Sie die Bremse lösen, springt der Motor wieder an. Sie können die Auto-Start-Stopp-Funktion jederzeit an- und abschalten. Über die Tasten in der Mittelkonsole lässt sich das elektrisch verstellbare Schiebehubdach anheben, komplett öffnen und wieder schließen. Die Multifunktionsanzeige versorgt Sie mit aktuellen Fahrinformationen des Bordcomputers. Um Daten abzulesen oder Fahrzeugeinstellungen vorzunehmen, stellen Sie die Funktionen über den rechten Hebel an der Lenksäule oder am optionalen Multifunktionslenkrad ein. Der Bordcomputer informiert Sie zum Beispiel über Durchschnittsgeschwindigkeit, Restreichweite oder weitere Fahrzeuginfos, etwa die aktuellen Werte des Reifendruckkontrollsystems, RDK. Um den Verbrauch zu reduzieren, ist in bestimmten Fahrsituationen das sogenannte Segeln möglich. Ein Beispiel: Sie möchten Ihre Geschwindigkeit reduzieren. Wenn Sie den Fuß vom Gaspedal nehmen, entkoppelt das PDK automatisch den eingelegten Gang. Sie segeln dann im Leerlauf. Sobald Sie die Bremse oder das Gaspedal betätigen, legt das PDK den passenden Gang wieder ein, in Millisekunden. Oder Sie segeln bei geringem Gefälle, um Ihre Geschwindigkeit konstant zu halten und damit noch effizienter zu fahren. Mit dem Bedienhebel rechts oben regeln Sie den Scheibenwischer. Regensensor einschalten, drücken Sie den Hebel eine Stellung nach oben. Die Scheibenwischer schalten sich jetzt bei Nässe automatisch ein. Sie wollen die Empfindlichkeit des Regensensors verändern? Drücken Sie den kleinen Schalter rechts am Hebel nach oben oder unten. Bei Fahrzeugen ohne Regensensor wählen Sie mit dem Schalter in dieser Stellung des Hebels zwischen den vier Intervallstufen des Scheibenwischers. Die manuell einstellbaren Geschwindigkeiten. Drücken Sie den Hebel weiter nach oben für langsames oder schnelles Wischen. Für einmal Wischen Hebel nach unten tippen. Für die Waschanlage am Hebel ziehen. Unterhalb des Lichtschalters befindet sich die elektrische Parkbremse. Drücken Sie den Schalter, um die Parkbremse zu aktivieren. Betätigen Sie die Fußbremse und ziehen Sie am Schalter, um die Parkbremse wieder zu lösen. Sie haben Durst und möchten Ihr Getränk während der Fahrt griffbereit haben? Drücken Sie auf die Blende über dem Handschuhfach
und klappen Sie einen oder beide Cupholder aus. Schließen Sie danach die Blende wieder, damit sich der Cupholder während der Fahrt nicht ungewollt bewegen kann. Die Hold-Funktion hält den Bremsdruck aufrecht und sorgt so dafür, dass Sie an Steigungen rückrollfrei anfahren. Der Parkassistent erleichtert Ihnen das Rangieren und Einparken. Er zeigt den Abstand zwischen Ihrem Wagen und einem Hindernis akustisch und optisch im zentralen Display. Über einen Taster in der Dachkonsole können Sie den Parkassistent ausschalten. Drücken Sie die Taste an der Außenseite des Türgriffs einmal, um Ihr Fahrzeug mit Porsche Entry and Drive zu verriegeln. Ihr Fahrzeug blinkt zweimal. Porsche Entry and Drive aktiviert zudem Wegfahrsperre und Innenraumüberwachung. Sie können das Fahrzeug auch verriegeln, ohne die Innenraumüberwachung zu aktivieren, etwa wenn jemand im Fahrzeug wartet. Drücken Sie dazu den Verriegelungstaster zweimal. Über die Zentralverriegelungstaste in der Mittelkonsole können Sie Ihr Fahrzeug auch von innen schließen oder öffnen. Steht der Lichtschalter auf Auto, erhält Ihnen die Heimkehrfunktion den Weg, zum Beispiel zur Haustür. Die Nachleuchtdauer justieren Sie über die Multifunktionsanzeige. Auf dem Weg in die Zukunft des Sportwagens hat sich seit 1963 vieles verändert. Eines aber wird für immer bleiben: der Fahrspaß.